drei Fragen überlegt, ja, was für uns halt wichtig ist. Also, vielleicht kannst du die einfach spontan beantworten. Ne? Genau. Erstens, wie wird man erfolgreich? Wie erreicht man das? Wie man erfolgreich wird. Nimmst du schon auf? Ach du Scheiße! Hallo! Ja, wie wird man erfolgreich? Natürlich musst du sehr viel investieren in die Projekte oder was du überhaupt planst im Leben. Und da gehört halt sehr viel Arbeit zu. Ja, also es ist nicht einfach so, dass man sich dann irgendwo hinsetzt und sagt, ach, das kommt von alleine. Du musst natürlich sehr viel ja, auch improvisieren, sehr viele Kontakte aufbauen und es kommt dann halt auch das Ziel darauf an, was man verfolgt. Ne? In welchem Bereich man jetzt irgendwie arbeiten möchte. Und da muss man halt dann recherchieren auch und ja, es gehört halt sehr viel auch Selbstbewusstsein dazu. Weil wenn du das nicht mitbringst oder sag mal, wenn du nicht hinter deiner Sache stehst, dann vergiss es. Dann mach irgendwas, was leichter ist. Ne? Also einen normalen Job und sonst irgendwas. Aber als Künstler oder so, das ist eine ganz andere Geschichte. Da muss man sehr viel auch persönliches Herzblut investieren. Und man muss am Ball bleiben. So ist das dann halt. Was ist denn wichtige Kontakte aufbauen und Organisation oder einfach nur guter Meister sein? Einfach gut. Also man muss natürlich selber ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Und man muss ein bisschen verrückt sein, wenn man sowas macht. Wenn man jetzt als normaler ein schönes Leben geht, ne? Ich sag ja, dann hast du deine ganz normale Familie, dein neues, ne? Arbeiten, das und jenes. Aber wenn man halt in der Künstlerszene, egal in welchem Bereich man arbeiten möchte, da irgendwas erreichen möchte oder will oder auch unbedingt will, ne? Also dann muss man echt, ja, alle Mittel nutzen, die einem halt gegeben werden. In der Geschichte. Ne? Und nochmal auf den Punkt zurück. Man muss halt wirklich seine Range aufbauen, Kontakte knüpfen. Und das ist, glaube ich, das auch. Mhm. Ne? Ansonsten hat das alles keinen Sinn. Mhm. Okay. Und noch eine Frage. Was ist uns gelungen? Was hat dich angezogen an unserem Projekt? Und was ist uns nicht gelungen, was könnten wir besser machen? Also ein neues Projekt war auf jeden Fall erstmal sehr geil. Ich habe eure Aktion ja, da einfach mal zufällig gesehen. Und das war natürlich sehr interessant. Ich musste mir erstmal die Frage stellen, warum steht da jetzt ein Pferd und die zerschnüppeln sich die Klamotten. Ne? Das war natürlich ein bisschen kurios. Aber nachdem ich dann ja kurz mit euch gesprochen habe, und das war ja halt so, ihr habt das Projekt ja innerhalb von, aus einer Laune oder aus dem Spaß. Das war ja erstmal eine komische Idee. Ne? Mhm. Und dann war ja klar, hat durchgezogen. Und es ging ja bei euch auf jeden Fall darum, was man in 6 Tagen für ein Projekt aufstellen kann, mit einer mit einem Feedback halt, ne? Dass man halt was erreichen kann in einer Zeit, ne? Auch Menschen anzusporen, halt dieses Projekt zu verfolgen. Und dann halt auch diese Tage, ne, wo ihr halt verschiedene Aktionen in Hamburg gemacht habt. Mhm. Und das ist natürlich schon eine ganz lustige Nummer. Und das sind halt solche Projekte, die mich natürlich auch reizen, wo ich dann sage, ey, ne, okay, da muss man gucken, ne, was die da überhaupt so machen. Und jetzt sind wir heute hier in den Räumen, ne, mit und eigentlich sehr toll aufgebaut mit diesen Aktionen, ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, 6. Ja, und die Zimmer sind ja auch alle so eingerichtet, halt was eure Aktionen betrifft. Und das finde ich schon so als aus dem Standprojekt ziemlich interessant. Ne? Und ihr habt ja sehr viele Leute erreicht.
Und ich würde sagen, macht sowas nochmal. Also ich bin dann auch gerne wieder bei euch, ne? Und würde euch sogar auch wirklich mit unterstützen in den Facebook-Medien oder YouTube. Ne? Also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Was haben wir nicht geschafft? Was war denn schlecht? Oder was hat nicht geklappt? Also schlecht ist natürlich. Also schlecht war eigentlich gar nichts. Und auf der anderen Seite, man hätte eine mehr Aktion konnten wir nicht machen. Wir waren nur 6 Leute im Team. Also ich finde das einfach nur so erstaunlich. Also ich sag jetzt nicht, ihr habt irgendwas schlecht gemacht. Nee. Weil da gibt es nichts Schlechtes. Mhm. Ihr seht ja, was heute hier los ist. Mhm. So, und ich weiß nicht, wie viele 100 Leute jetzt heute schon hier waren. Mhm. Und das zeigt ja, dass halt das Projekt Erfolg hatte. Mhm. Es gab einen Moment, wo du sagtest, irgendwas, das habe ich nicht ganz verstanden, warum es geht im Projekt. Oder irgendwas ist, ne, weißt du, es gibt einen Kreis, aber eine Stelle ist nicht ganz rund. Wo ist diese kleine schiefe Stelle? Die schiefe Stelle ist immer so, ich hab ja die ganzen Fotos von euch verfolgt auch. Mhm. Und die Aktion. Die schiefe Stelle war immer dieses Pferd. Ich habe das einfach nicht verstanden. Was heißt dieser. Ne? Einer von euch mit halt dieser Pferdemaske da so. Ne? Das war so immer so ein Paradoxum. Und da habe ich mich natürlich drüber amüsiert. Und das war halt auch so, ne, der Haken, wo ich dachte so, keine Ahnung. Ne? Aber das haben wir auch bis jetzt nicht geklärt. Ja. Das müssen wir noch erstmal zwischen uns klären. Und dann werden wir das präsentieren. Ja, aber ansonsten voll toll eigentlich. Ne? Also, wie schon gesagt, jeder Tag ist bei euch verfolgbar, auch in jedem Raum, der hier zur Ausstellung freigegeben ist. Und das war schon echt lustig. Okay. Und das nächste Mal gerne wieder dabei. Ne? Wow, das ist schön. Danke. Bitte. Cool. Ich hoffe, ne? Ja.